Hi, mein Hit, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Africa Deep Pulse mit mir und dem Fabi. Hallöchen. So, wir haben den Server erstmal neu gestartet und leider geht es ohne so coole Pumpen. Das ist korrekt. Zeig immer noch an, Palette starten. Paletten auffüllen starten, genau. Der witzigerweise in jedem Fahrzeug anzeigt. Ja, selbst wenn wir stehen so wieder drin. Heute noch Fleisch dabei, Stroh einzusammeln und nach Hause zu karren. Was machst du gerade? Nichts. Ballen fahren. Das ist mit Ballen. Ja, ist ja noch Stroh in der Presse drin. So, stimmt. Okay. Stimmt, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss sagen, ich habe früher schon mal einen Joystick ja gehabt. Aber halt wirklich nur so einen einzelnen. Da hat es mich immer gestört, wenn du dann den Arm so bewegt hast, der war halt zu feinfühlig, sag ich mal. Okay. Aber der hier, wo ich jetzt den Frontal draufgelegt habe, das ist echt geiles Feedback, so von der vom Handling her. Okay. Das Einzige, was jetzt halt blöd ist, ist die Sicht. Aber okay. Das ist halt LS. Also ich kann es Seitenkonsole empfehlen. Ja. Top. Ach, das ist ja auch da drauf gelegt. Hey, wie ist das? Sind die Tasten schon vorgelegt? Nee, ich glaub nicht. Naja, dann ist es blöd für mich. Ich bin aber auch ehrlich. Was ich auch zuerst nicht wusste, es gibt einen Schalter, da kannst du drauf drücken, dann leuchtet eine LED, entweder grün oder rot. Okay. Damit kannst du umschalten, du kannst eine Tastenreihe von vier Tasten doppelt belegen. Ah. Das heißt, du kannst sagen, okay, du möchtest einmal halt heben, senken, anschalten, ausschalten zum Beispiel, aufklappen und sowas da drauf haben. Oder halt, du möchtest da drauf haben, keine Ahnung. Ja, was wäre jetzt eine andere Belegung, die du in einem anderen Fahrzeug bräuchtest, dringend? Das stimmt. Ja, wenn du jetzt Kipper fährst zum Beispiel, dann könntest du da drauflegen, du willst befüllen haben, du willst abladen haben oder du willst überall abladen haben. Das wäre jetzt was. Ach so, ja, gut, das stimmt. Aber ansonsten, ja. Der Schlüssel finde ich ein bisschen merkwürdig, weil in der Bedienungsanleitung steht, okay, der hat auch diese vier Stellungen theoretisch. Halt, abschalten, glaube ich, heißt das. Normalstellung, vorglühen und starten. Ja. Irgendwie sowas. Und du kannst aber mit diesem Schlüssel trotzdem nur, egal in welche Richtung du den drehst, anmachen signalisieren. Und du musst den immer wieder auf die Normalstellung zurückdrehen und dann nochmal drehen, auch um an- oder wieder auszumachen. Okay. Das heißt, du musst den im Prinzip immer doppelt drehen. Ja. Obwohl du halt diese. Du kannst halt wirklich diese Vorglühstellung machen, aber da passiert halt einfach nichts. Halt ein bisschen, ja, okay. Der hat halt jetzt schön, dass da ein Schloss drin ist, was vier Stellungen hat, theoretisch. Wovon aber nur eine nutzen kannst. Ja, sehr gut. Ja. Aber sonst, das ist schon nicht schlecht. Ich muss auch sagen, damit ist das Ganze deutlich angenehmer, wenn du so, sag ich mal, mit Lenkrad fährst. Okay, da hast du deine vier Tasten da belegt, tipperst da ein bisschen drauf rum, heben, senken. So kannst du dich schön zurücklehnen, legen, deinen Arm auf die Seitenkonsole legen, mit dem Joystick dann so vorwärts, rückwärts Das stimmt. schalten und sowas. Währenddessen YouTube gucken. Mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe wirklich 8 Stunden oder so gedroschen, gegrubbert und gesät. Und ich gucke so auf die Uhr und denke so, hä? Stundenzähler hochgegangen, weil ich habe halt die Fahrzeuge gerade neu gehabt, weil da habe ich gerade erst angefangen.
auf einmal so 3 Stunden auf dem einen Schlepper, dann 3 Stunden auf dem anderen, auf Ja. dem Drescher nochmal 2. Und es kam mir so vor, als wäre es nix. Also damit ist das Ganze schon auch eine ganze Ecke entspannter. Wenn du das sauber belegt hast. Das glaube ich, ja. Weil die erste Belegung, die ich hatte, die war sofort Müll. Ja. Ja, sowas wie den Frontlader. Ich habe halt dann auch mal auf einer anderen Map, weil ich da keinen Kran hatte, habe ich mal getestet, wenn du mit einem Kran, zum Beispiel mit einem Häcksler oder so arbeitest, mit der Greifzange und so. Ja. Du hast halt 2 Joysticks, ja, und der kleine Joystick, der hat halt eine X- und eine Y-Achse und eine Z-Achse, dass du den ja so drehen kannst. Plus oben Ja. drauf einen Knopf, wo du dann umschalten kannst in eine zweite Ansicht. Ja. Habe ich gedacht, legst den Arm komplett da drauf. Ja, aber der ist so empfindlich. Du drehst teilweise, öffnest, schließt teilweise parallel und sowas. Dann habe ich gesagt, okay, dann legst du die Hauptfunktionen wie Heben, Senken und Drehen auf den einen Joystick und den Rest auf den anderen. Dann macht das schon, also dann kannst du damit schon arbeiten. Ob ich jetzt einen kompletten Wald damit roden würde, weiß ich jetzt nicht. Aber für mal so eben so ein paar Sachen oder so, ja, kann man machen. Ja, das ist ja gut. Alter, 2000 Liter. Schön wäre halt immer eine vernünftigere Sicht in LS, aber Das okay. stimmt. Wobei ich mal so sage, ich hatte ja eine Woche lang mal dieses Head-Tracking-System. Ja. War Bombe, sagst du? Ja, du musst halt, damit es meiner Meinung nach vernünftig funktioniert, musst du immer diese Cappy tragen. Das ist scheiße. Weil nur daran kannst du halt dieses Ding richtig festmachen. Dann kannst du aber kein Headset richtig aufziehen mit einer Cappy, weil das absolut ätzend ist, weil das dann nur drückt und so. Ja, und dann musst du halt jedes Mal, wenn du dann irgendwas anderes machst, wenn du jetzt dann irgendwie doch mal in die Außenperspektive musst, weil du doch nicht siehst, trotz dass du dich so verrenken kannst und alles. Ja, darfst du ständig wieder die Ansicht resetten und alles und weiß ich nicht. Dafür sind dann, ich glaube, 150 € oder was das kostet. Schwierig. Hauptsache, das unterstützt LS, sage ich jetzt mal irgendwie. Ja. Aber vernünftige Lenkradunterstützung irgendwie nicht. Ich sag mal, die haben ja irgend so eine Lenkradunterstützung, dass es sich auch zurückstellt und sowas. Ja. Und dass es kräftiger wird. Okay, dass jetzt bei jedem Hubbel wackelt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich wollen würde. Aber, das ist irgendwie, bis 10 km/h kommt nix. Ab dann hast du halt diese, ja, dieses Feedback, sag ich mal. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und irgendwie auch richtig, ja, merkwürdig. Ich meine, okay, du musst dann wirklich langsamer werden, wenn du vernünftige Kurve fahren willst, weil du kannst die Kurve sonst halt echt einfach nicht fahren. Aber trotzdem wäre es irgendwie schön, irgendeine Belegung. Ich weiß nicht, ob es das nicht sogar gibt, aber dass du wie mit so einem Head-Tracking-System auch mit irgendeiner Taste oder so zumindest so ein bisschen rechts und links dich neigen könntest. Das stimmt. Weil das würde viele Sachen schon deutlich einfacher machen. Oder so eine Taste, kurzer Blick nach hinten oder sowas. Boah, ich Ja. glaube, sowas gibt's sogar, aber. Das ist ja auch schon. Du willst manchmal mit dem Rückwärts fahren, wenn du mit, wenn du am Grubbern bist oder so, dann willst du nur mal kurz gucken, ob das passt mit einem Baum oder sowas. Ja. Dann gehst du wieder in die Kamera, dann ist sie wieder leicht verstellt, dann kannst du nicht mehr gerade auf die Spur gucken.
Das ist so, ja. ETS hat das ja auch. Na. Die haben ja dann so 8 oder 9 verschiedene Kameraperspektiven. Hm, ist sowas, ja. Ich glaube, 9 sogar. Ja, ich meine auch, 9 ist, also ist dann variabel, da switcht die dann einfach random durch irgendwie so, aber trotzdem, sowas kann man ja auch machen. Ne. Ja, gut, okay. Ja, jetzt neun Kannst du jetzt nicht jetzt. unbedingt, aber. Nee, kann, ja, wobei andersrum gesehen, du kannst es ja theoretisch machen. Ja. Du musst ja wirklich in das Fahrzeug eigentlich nur noch eine Kamera mehr einbauen, dann tappst du mit C durch. Ja, das ist auch blöd, wenn du an der Kamera bist, dann musst du alles C durchtappen. Ja. Also, Was auch. wenn du jetzt schnell zur Außenperspektive wechseln willst, aber so dreimal C, du bist immer da, bist du sowas dann. Ja, das stimmt. Was auch eine coole Sache ist, gewissermaßen, ist sowas wie diese, ja, Kamera-Monitor-Mods. Ja, das stimmt. Ja, gibt es ja jetzt auch wieder. Ich glaube, 2 oder 3 gibt es jetzt. Jetzt gibt es natürlich, es gibt jetzt auch, oder es kommt jetzt wieder von dem Modding-Team von der Ruf Bergmann auch irgendwie so. Oder von LSFM. Kommt jetzt auch der aus dem 13er, glaube ich, von dem Klaas Lexion kennt man den. Der dann mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ja. an diesem kleinen Display, das kommt jetzt wieder. Schön fände ich das natürlich. Es gibt ja dieses Dashboard Live, was ja auch die GPS-Map jetzt da reinbringt. Wenn das damit integriert wäre, dass du es einfach im Schleppermonitor mit drin hast. Das stimmt, ist ja auch geil, Weil du musst ja, okay, nicht jeder hat das jetzt so wie wir, aber wir haben jetzt zum Beispiel den Inspector-Mod, der nimmt dir wieder eine Ecke Platz weg, wo du weniger siehst. Dann hast du Curseplay, der nimmt dir wieder eine Ecke weg. Dann hast du irgendwo noch Autodrive, wenn du es nicht ausblendest. Okay, du kannst alles ausblenden, ja. Aber wenn du es alles eingeblendet hast, du schränkst dir die Sicht ja auch damit wieder weiter ein. das ist ja. Deswegen, Schlepperdisplay, dann machst halt, dann musst halt die Displays durchwechseln. Okay, ist halt so. Aber dann hast du halt einmal die Kameras an dem Schlepper. Dann hast du da schöne Übersicht. Ja, stimmt, und viele Schäfer haben ja zweites Space drin oder sowas teilweise. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, das Einzige, was du auf dem Display wirklich guckst, ist die Geschwindigkeit. Ja. Wobei nicht mal das, weil wir spielen mit HUD. Das stimmt, also dem zum Beispiel mein Fan wird es gar nicht angezeigt. Da Ja, das kann sein. steht nur der Thermomat, ja, und da der Schrottverbrauch. Das ist auch, das finde ich, ist jetzt ein cooler Mod, der rauskommen soll. Variabler HUD. Du kannst auswählen, ob du zum Beispiel unten die Geschwindigkeitsanzeige sehen willst oder nicht. Also, dass du nur die ausblendest zum Beispiel. Oder nur die Schadensanzeige ausblenden oder Sprit oder was auch immer. Okay. Oder auch das F1-Menü oben. Da hast du jetzt dann den Schlepper und das gewählte Werkzeug und sowas, Naja. dass du halt so einzelne Sachen ausblendest. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil. Öppalalala. Irgendwas passt hier mit Hasi nicht. Ne? Ja, irgendwie die ganze Göwe ging auf einmal mit in die Luft. Das mochte der JCB nicht. Ne? Kann ich nicht verstehen, warum. Ach, keine Ahnung. Ob das maximale Hubgewicht erreicht ist? Kann ich mir ganz vorstellen, ne? Na, ich auch nicht. Hilfe. Aber das wäre, also das auch eigentlich ein Mod, den ich draufnehmen würde vielleicht. Irgendwann mal auf die generellen Projekte. Weil zum Beispiel sowas wie die Geschwindigkeit kannst du ja einfach ausblenden. Du siehst eh immer im Tacho. Das stimmt. Okay, bei dem hier jetzt nicht, aber bei dem hier interessiert dich die Geschwindigkeit auch nicht. Wobei die Geschwindigkeit interessiert meistens sowieso nicht. Außer beim Silagefahren. Da hast du einen Schlepper und da steht's drin. Perfekt. Einmal die Mauer mitgenommen. Ach, Gott schön. Was ist denn jetzt hier? Ne. Den Ball los? War es das schon mit Stroh? Nee. Komm Also, noch ich ein, dachte zwei schon. Ladewagen. Ich dachte schon. Nix, nix.
Ach, come on. Wobei ich mir schon fast denken könnte, dass auch schon Modder da dran sind, das umzusetzen, dass es mit ins Dashboard Live reinkommt, mit der Kamera. Ach so. Weil ich Kann glaube schon, sein. dass es da eine relativ, ja, große Community gibt, die sich sowas wünschen würde. Ja, stimmt. Nein, jetzt mal das Gewicht drunter statt die Pickup. Geht bestimmt auch, oder? Ja. Ah, gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, glaube ich, da schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Bis dann, Traum auf den Tag und ja, ciao. Ja.